Wir schauen mal, wie man den Zustand der Gleichgültigkeit kriegt. Das ist also im Alltag ist eigentlich nur verbunden mit der Fähigkeit, wertfrei zu beobachten. Also ich kann immer nur sagen, es geht weit hier über diese normale Beobachtung, diese Stille, das Positivdenken habe ich im letzten Selbstgespräch angesprochen. Es ist, das Prinzip ist ganz simpel. Wenn ich weiß, dass was in mir auftaucht, dass egal was ich zu sehen bekomme, dass das meine Information ist. Und ich betone nochmal, das gilt sogar für einen tiefgläubigen Materialisten. Dir sollte klar sein, dass du Geist mit materialistischen Logik, mit einem materialistischen Interpretationsprogramm, prinzipiell erst was wahrnehmen kann, wenn es sich in deiner jetzigen Logik in deinem Gehirn befindet, mit dem du dich noch verwechselst. Ich rede jetzt bewusst von Materialisten, wobei ich immer jetzt nicht zum Materialisten rede, sondern zu dem Geist, der in sich noch ein materialistisch-chronologisches Programm laufen hat, ein Zwangsprogramm. Das gilt auch für jeden religiösen Menschen und für jeden Esoteriker in seinem Alltag. Jeder religiöse Mensch, egal welcher Religion oder welcher Sekte er anhängt, der glaubt, er ist ein sterbliches Säugetier, das in der Vergangenheit von seiner Mutter geboren wurde. Da kann man noch mal so viel sagen. Wir sind ja nur Geist, wir sind ja spirituell. Ich rede in seinem klassischen Alltagsbewusstsein, das ich mir jetzt ausdenke und zwangsläufig für ihn erschaffe. Als Erster. In meinem Traum. Und jetzt ist es also so, dass wenn wir jetzt reduzieren, wir wissen zwar, dass jede Erscheinungstaste mal 16 Seiten hat, die man nachvollziehen kann, wenn man es kann, aber ich gehe mal nur von dem klassischen Begriff der Gedankenwelle aus und wir wissen, eine Gedankenwelle ist ein Kegel. KGL auf Hebräisch geschrieben, hebraisiert, KGL, Kaf Gimel Lamed heißt die Welle. Das gilt dann auch für eine Kugel, ist dieselbe Konsonante radix, schreibt sich mit hebräischen Schriftzeichen genauso. Das heißt, wenn jetzt irgendwas in dir auftaucht, wirst du in der Selbstbeobachtung, in der absolut wertfreien Selbstbeobachtung erkennen, dass dein Programm, dein, ich nenne das das Reaktionssystem deines Programms, da sind wir ja drauf eingegangen, immer Reizauslöser, Reaktion. Reizauslöser und Reaktion ist praktisch schon einmal zwei Seiten. Du wirst zwangsläufig immer reagieren. Das geht schon los, wenn du mal wirklich nur schaust, was in deinem Kopf abgeht. In dir taucht meinetwegen ein neuer Blickwinkel auf. Und du siehst einen Sonnenuntergang und sagst, ist der schön. Das ist eine Wertung. Das kriegst du gar nicht mit. Das muss nicht einmal in Worten gedacht werden. Das ist ein Gefühl, das du aufbaust. Dieses Gefühl von Schönheit. Ich drücke jetzt das mit Worten aus. Ist das schön? Oder manchmal schaust du was an und da hast du ein Grausen in dir drinnen. Dass du das hässlich empfindest. Das sind schon ganz feine Informationen. Du kannst ihnen jetzt einen Namen geben, dass du da Worte dazu dir denkst, die du ja auch beobachten kannst, deine Gedankenstimme. Aber worum es mir jetzt geht, der wertfreie Beobachter, der einfach schaut, ich sage, du musst den Fokus, dein Bewusstsein so weit erheben, und zwar jeden Moment, wo du erlebst, dass du dein Reaktions- und Wertesystem beobachtest, was du denkst, wie du reagierst, was in dir auftaucht, dass ich immer wieder sage, dann wird dir das irgendwann nochmal klar. Es sind ständig wechselnde Bilder im Hier und Jetzt. Und was ich jetzt sage, erkläre ich dem Geist, der sich dieses Gespräch ausdenkt. Es ist ein ständiger Wechsel und jeder Moment, jedes Wort, das ich jetzt spreche, spreche ich jetzt. Da gibt es kein Vorher und kein Nachher. Wenn du dir jetzt denkst, ja, die Aufnahme hat ja vor so und so vielen Minuten begonnen oder diese Wiedergabe, das denkst du auch jetzt. Einfach die Bücherregalmetapher verstehen. Und du musst den Fokus so verlagern, dass du nichts verändern willst an dem, was du siehst, sondern dich nur darauf konzentrierst, was für Reizauslöser da sind und wie du darauf reagierst. Mein wunderschönes Klingelingeling-Beispiel erkläre ich nicht nochmal, aber was mir jetzt wichtig ist, und jetzt kommt diese Sehne, das habe ich im letzten Selbstgespräch angesprochen, das ist das Positivdenken. Man reagiert, dass man negativ, ich merke, dass ich negativ reagiere. Der, der das merkt, das ist schon mal ein wirklicher Ansatz von Geist, von Bewusstsein, dass ich merke, dass ich jetzt schlecht drauf bin, dass ich mich über was aufrege. Da muss es dann mal da sein, der das merkt. Aber jetzt kommt das große Spiel mit dem blinden Arschloch. Und auch hier das tausende Mal, ich habe euch erklärt, jeder Beobachter, der etwas beobachtet, egal in welche, ich sage mal, Bewusstseinsebene wir uns denn jetzt hindenken und Bewusstseinsebenen oder Bewusstseinsstufen, da gibt es auch Schriften in Holofeeling, sind schon alle ein Blödsinn. Es gibt bloß ein Bewusstsein. Und es geht immer mehr in die Vergessenheit.
Das, was jetzt die Stufen ausmacht, ist die Stufen der Vergessenheit des Bewusstseins. Aber sobald Bewusstsein in die Vergessenheit geht, ist es eigentlich schon kein Bewusstsein mehr. Dann wird es schon zu einem ausgedachten Bewusstsein. Das heißt, genau aufpassen. Wenn ich jetzt in Holofeeling, gibt es auch eine Schrift über 7 Bewusstseinsstufen. Ja. Aber da ist nur die allererste ist Bewusstsein. Und alle anderen sind Facetten aus diesem Bewusstsein. Weil Bewusstsein ja etwas ist, was nicht gedacht werden kann. Das ist dann auch nur rot geschrieben. Und das andere sind Vergessenheitsstufen in einer gewissen Verwechslung. Ich kann ja nicht etwas Bewusstsein reden, das sich mit einem Körper verwechselt oder mit einem Menschen, das heißt mit einem Programm verwechselt. Wo ich ja immer wieder sage, wo deine Menschheit eigentlich gar nicht irgendwas weiß davon. Keiner wird auf die Idee kommen, dass ich sage, ein Mensch ist eigentlich nur ein Programm. Ein Menschenleben, das Programm, das dieses Menschenleben aufschmeißt. Und zu dem Menschen gehört alles, was der Mensch sich ausdenkt. Das heißt, zu dem Programm gehört alles, was aus dem Programm auftaucht an Informationen. Aber ich komme zu dieser Beobachtung zurück, dass wenn ich jetzt wirklich wertfrei schaue, wie ich mit meinem jetzigen blauen Ich, mit meinem Programm Bilder aufbaue, wie ich reagiere, wie ich bewerte, ohne das in irgendeiner Form zu bewerten, werde ich feststellen, dass ich zwangsläufig bei der Masse an Einzelteilen, die in mir auftauchen, an Reizauslösern, zwangsläufig im Hintergrund immer ein schön, hässlich oder gut oder böse mitschwingen habe. Und jetzt ist mein Will natürlich das Negative nicht haben, weil mein blindes Arschloch ist. Und jetzt kommt dieses Hampeln von der einen Seite zur anderen Seite. Wenn ich sage, wenn du krank bist, willst du gesund sein. Wenn das Wetter schlecht ist, willst du gutes Wetter haben. Wenn du hungrig bist, willst du satt sein. Du meinst dann, der Sinnheil liegt in dieser Seite und das stimmt nicht. Das wird immer wieder umkippen, weil du in einem chronologischen Denken bist. Und ich weiß, wenn man das jetzt das erste Mal hört, ist es extrem kompliziert und wirr. Wenn man es oft genug hört, wird es so logisch, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass man vorher anders gedacht hat. Genau. Das ist die Verwandlung. Stimmt. Und jetzt ist es also so, dass ich sage, es geht nicht darum, dass du dir was schön denkst oder eine Einseitigkeit anstrebst. Gesund, nur gesund sein. Ich sage immer wieder, nur oben sein geht nicht, weil es gibt kein oben ohne unten. Dieser schöne Satz, ich wiederhole ihn nochmal, ich will nur noch Berge haben, mit denen will ich nichts zu tun haben. Mir muss klar sein, das eine gibt es gar nicht ohne das andere. Und es gibt auch kein Einatmen ohne Ausatmen. Und das ist natürlich, wenn du zwanghaft chronologisch nur denken kannst, ich kann ja nur einatmen oder nur ausatmen, ich kann ja nicht beides gleichzeitig. Ich sage, du atmest jetzt ein und du atmest jetzt aus. Das ist, die Falle liegt im chronologischen Denken, dass du meinst, dass die Worte, die ich jetzt spreche, chronologisch nacheinander kommen. Und ich sage, wenn du die Transversale verstanden hast, schau doch einfach eine Buchseite an und dann wirst du sofort sehen, dass alle Worte in dem Moment, wo du die Seite anschaust, gleichzeitig da sind. Das ist der Schlüssel. Und wenn du jetzt aus diesen Worten, aus diesen Schriftzeichen Geräusche machst, wirst du feststellen, dass du jedes dieser Worte, die jetzt vor dir sind, wenn du die Seite anschaust, jedes dieser Worte jetzt ein Geräusch draus machst. Ich sage, wie geistlos ist einer, der glaubt, dass die zeitlich chronologisch nacheinander kommen? Es geht nicht. Es wird nichts in der Zukunft passieren. Trink in 2 Stunden ein Glas Wasser. Es geht nicht. Du wirst es jetzt trinken. Oder du denkst es jetzt, dass du es in der Zukunft tun wirst und du hast dir in der Vergangenheit nichts getan. Du hast es entweder jetzt getan oder du denkst dir, dass du das in der Vergangenheit getan hast. Das denkst du aber auch jetzt. Das ist der Schlüssel zum ewigen Hier und Jetzt. Und das ist der Schlüssel, der Weg in den Frieden, in das Zentrum. Und jetzt kommt der Trick, dass in dem Moment, wo ich jetzt was Negatives habe, das ich positiv haben will, ich versuche das zu verwandeln, dass es in der Zukunft dann wieder positiv ist. Das muss man komplett überwunden haben. Sondern dass ich weiß, dass ich immer, und ich mache jetzt genau zuhören, ich sage, eigentlich sind 16 Seiten, die du jetzt schon nachvollziehen könntest, wenn du wüsstest, wie Holofeeling funktioniert. Aber es reichen, wenn du dieses klassische, einfache Beispiel, dass jeder Moment, der in dir auftaucht, eine Gedankenwelle ist. Und da siehst du zuerst einmal immer nur eine Hälfte. Das ist ja Reizauslöser, Reaktion, Reizauslöser, Reaktion. Da bin ich in die vorhergehenden Selbstgespräche drauf eingegangen. Dass das, mir sagen jetzt diese 2 Unterschiede, Wellenberg und Wellendal, nennen wir Kreis und Dreieck. Eine Sache, die habe ich vor 30 Jahren schon erklärt. Und Kreis und Dreieck, die sich ja rein flächig betrachtet, komplett widersprechen. Der Kreis ist rund vollkommen ohne Ecken, das Dreieck ist spitz und eckig.
Die bilden ja zusammen einen Kegel, wenn man die geistreich zusammensetzt. Jetzt haben wir unseren Kegel, KGL heißt wie eine Welle. Die Kreisseite und die Dreiecksseite. Und die nennen wir jetzt ganz einfach mal die negative und die positive Seite. Das heißt, wenn jetzt irgendwas in dir auftaucht und du reagierst negativ, dann nützt dir das nichts, wenn du das Negative dir positiv denkst, sondern du musst nur jeden Moment wissen, ich habe jetzt eine neue Gedankenwelle vor mir und die stellst du dir jetzt einmal ganz abstrakt als einen Kegel vor und ich schaue halt jetzt von dem Kegel gerade die Dreiecksseite an. Und wenn du was positiv definierst, dann musst du wissen, das ist auch eine Gedankenwelle, wo du halt jetzt die positive Seite, den Kreis anschaust. Dann willst du nichts mehr verändern. Du machst dir bloß jeden Moment bewusst, in welcher Perspektive du steckst. Das ist übrigens auch diese Aussage, wenn ich sage, wenn du eine Diskussion von Menschen beobachtest, sage ich, du musst immer, wenn du eine Diskussion beobachtest oder selber mitdiskutierst, was du übrigens nicht mehr tun wirst, wenn du Holofeeling verstanden hast. Ich wiederhole nochmal, ich sage als Udo, ich diskutiere nicht mit Affen. Wenn ich spreche, führe ich einen Monolog. Ich spreche zu der Tasse, ich spreche zu denen im Zentrum selbst. Und ich erkläre, wie viele Perspektiven er hat, wenn man ihn von außen anschaut. Das ist zum Beispiel rein der menschliche Körper, könnte ich jetzt sagen, dass hier vom Säugling bis zum Greis sind Perspektiven ein und desselben Dings. Übrigens nicht nur in Bezug auf den Körper. Du kannst ja nicht nur deinen Körper ausdenken als Mensch, sondern auch andere Körper. Wir haben übrigens wieder das Prinzip, wenn ich jetzt sage, der Mensch ist ein Programm, ich nenne das ja immer ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm, und du bist der Computer, der zurzeit dieses Programm erlebt, das du ich nennst, ich Mensch, dann musst du wissen, wenn du zum Beispiel an Körper, an Menschenkörper, Trockennasen auf den Körper denkst, haben wir wieder zwei Seiten. Es sind ganz bestimmte Körper, wo du sagst, das bin ich, das war ich, das werde ich sein, durch diese zeitliche Denkweise. Aber egal, welchen Körper du dir jetzt zusprichst, du wirst ihn jetzt denken. Du denkst dich jetzt als Sechsjähriger, der in die Schule kommt, du denkst dich jetzt, was weiß ich, als pubertierenden 14-Jährigen und du kannst dich als einen Greis denken, der irgendwo in der Zukunft in einem Rollstuhl sitzt, wenn du jetzt nicht das Alter hast. Das sind meine Körper. Aber dann muss es zwangsläufig andere Körper geben. Weil du immer das Gegenteil dazu brauchst. Aber es bleiben letztendlich Informationen von dir, die du definierst. Und es sind Gedanken, die von dir gedacht werden. Und diese Gedanken existieren hier und jetzt als Information in deinem roten Kopf, wenn du sie denkst. Und der Ursprung ist dieser Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und darum muss ich immer wieder dazu sagen, was ich jetzt sage, wenn du meinen Gedankengang mitgehst, das ist hundertprozentig sicher. Und das trennt jetzt die Spreu vom Weizen, ob du das schon nachvollziehen kannst, ob du sagst, stimmt ja eigentlich. Wenn du Holofeeling sehr aufmerksam zuhörst bei den einfachen Sätzen, du kannst immer nur sagen, das stimmt ja eigentlich. Und das hat jetzt nichts mit einer persönlichen Meinung zu tun oder mit einem Glauben zu tun, was ich dir mit Holofeeling erkläre. Ich rede von dem, was du jetzt als Mensch in einem ständigen Wechsel von Gedanke zu Gedanke, von Augenblick zu Augenblick erlebst. Ja. Das ist das, was ist. Und du kannst immer wieder bloß schauen, dass man in die Vergessenheit geht. Die Quelle von Leid ist nur dein Ego, die Vergessenheit. Ja. Der einfache Satz, die Hülle beginnt in dem Augenblick für dich Geist, wenn du anfängst, dich mit einem Gedanken von dir zu verwechseln, dann gehst du schon in die Einseitigkeit, in die Perspektive. Und du bist ewig, ob du das jetzt verstehst, ob du das akzeptierst oder nicht, wenn du mich sprechen hörst, bist du ewig. Das musst du nicht einmal glauben, es ist trotzdem so. Weil die Welt schert sich, die Wirklichkeit, das Wirkliche, schert sich an Dreck drum, was du glaubst. Du bist der Einzige, der mit deinem Glauben ein Problem hat. Die anderen Menschen haben mit deinem Glauben überhaupt kein Problem, weil das ja bloß Gedanken sind. Es sind Figuren, Informationen und immer dran denken, es können auch sinnlich wahrgenommene Informationen sein. Auf der Brüssel-Ebene, auf der VR-Brille, wie ich das nenne. Die kriegen das trotzdem nicht mit. Du solltest einmal eine VR-Brille aufsetzen, jetzt normal gedacht, normal gesprochen, wo dir in 2-3 Meter Abstand irgendein anderer Mensch, ein anderer Körper illusionär gegenübersteht und dir dabei bewusst machen, wenn du wirklich den Stand der Technik hast, ist das fast fotorealistisch. Man kann das nahezu fotorealistisch in HD-Auflösung kann man auf einer VR-Brille, wenn man die Technik, die zurzeit möglich ist, wohlgemerkt dir, nicht irgendwelchen Menschen,
die du greifen könntest, wenn du Energie reinsteckst, kannst du das verwirklichen. Dann steht vollkommen materialisiert vor dir ein Mensch. Du siehst praktisch das, was du siehst, wenn du an einer Supermarktkasse die Verkäuferin gegenüber hast. Oder die Kassiererin. Das siehst du, genau dasselbe Bild, bloß du weißt, ich habe jetzt bloß eine Vorabbrille auf und hier ist Schluss. Das ist eigentlich schon, dass du immer mehr merkst, es wächst dahin, wo ich dich hinführe. Dass sich alles nur in dir in einem ganz intimen Bereich abspielt und immer dran denken, das Wort intim, da steckt das Wort in time schon mit drin. Und wenn man das hebraisiert, heißt das das Wunderbare. Das sind die Wunder. Und die Wunder sind dann, da haben wir die Wunde schon wieder mit. Ja. Und das griechische Wort für Wunde ist Trauma. Trauma, eine Traumschöpfung. Eigentlich ursprünglich heißt es eine Beule schlagen. Und jetzt kriegen wir schon wieder den Wellenberg, zu dem das Teil gehört. Und das ist dann die Wunde, ist, wenn etwas auseinanderklafft. Und in der Auseinanderklaffen haben wir die Affen schon wieder mit drin stecken und immer dran denken, Affe hat was zu tun mit Affinität. Eine Affinität ist immer eine Spiegelung. Darum ist das hebräische Wort für Affe auch der Name des Buchstaben Kof im Hebräischen. Das ist die Zahl 100. Das heißt 1 unendlich. Die 2 Nullen musst du immer als unendlich denken. Es gibt unendlich viele Affinitäten und das ist eine Affinität, ist Plus und Minus. Das ist eine Affinität. Das kann man jetzt entweder auch Adam nennen, der ist nämlich Denker und Ausgedachtes, Seger wie Nekava, das kannst du JHWH nennen, oder wir machen JH rot, dann haben wir die göttliche Quintessenz, das ist das Zentrum, und WH, das W ist ja das W, das doppelt aufgespannte H. 5 plus 5. Ja. Minus 5. Es ist Arithmetik. Ari, die Arier. Ich rede jetzt nicht vom blauen, ausgedachten, besseren Menschen. Das ist Gedanken sind Gedanken, sind vergängliche Erscheinungen. Alles, was existiert, existere heraustreten, aus auftauchen, wird mit den nächsten Gedanken vernichtet. Was meinst du, wie leicht sich dein Leben lebt, wenn du das verstanden hast? Und da gibt es nichts zu retten. Sein ein vollkommen sinnloser Akt, ich nenne das Schattenboxen, irgendetwas, was du denkst, am Leben erhalten zu wollen, solange du in dem Wahn lebst. Und ich sage, der Wahn besteht darin, dass du das zweite Gebot bringst. Ja. Eigentlich ist das erste und das zweite Gebot. Ja, okay. Du magst dir als Adam, als Gotteskind, nämlich wenn du ein Gotteskind bist, und du bist ein Gotteskind, du bist ein Adam. Das ist ja nur ein Symbol für einen träumenden Geistes. Mach dir kein Bild von dir selbst, verwechsle dich nicht mit einem vergänglichen Gedanken von dir. Das ist die Quelle von Leid und die Quelle von Angst. Und dann sind natürlich hier in dir aufgrund dieses Führerscheinprüfungsprogramms so viele Wünsche. Es ist doch die vollkommene Selbstentmündigung in der jetzigen, in dieser Stufe, wo du sitzt mit der Werbeindustrie. Deine Welt baut ja nur noch auf Werbung auf. Bitte, man missverstehe nicht meine Worte. Ich kritisiere nicht etwas, was ich selbst erschaffen habe. Es ist der Test. Ja. Diese eigene Meinung, die jeder junge Mensch, die jungen Menschen, die, was sind jetzt die, wo waren die ganze Zeit? Die vollkommene Entgeistigung der Masse. Das geistlose Nachäffen von Meinungen, ob das politische Meinungen sind, du hängst in irgendeinem Klüngel, als der, der du zu sein glaubst. Und du bist dir hundertprozentig sicher, dass das, was du glaubst, richtig ist. Ob das eine politische Meinung ist, ob das eine religiöse Meinung ist, ob das Geschmack ist, ob jetzt Tattoos schön sind oder nicht schön sind, welche Frisur das schön ist oder nicht schön ist, welche Mode man trägt. Es ist ein einziges Nachäffen und ein Anpassen an das Umfeld, wo man dazugehören will. Ist das deine Vorstellung von Freiheit? Das hat mit Freiheit überhaupt nichts zu tun. Du hast überhaupt noch gar keine Ahnung, wo deine Freiheit liegt. Du hättest prinzipiell die Freiheit, dich über nichts und niemanden aufzuregen. Da musst du aber dein Programm überwinden. Das hast du schon überwunden, wenn du der wirst, der dieses Programm einfach nur wertfrei beobachtet. Wenn du anfängst, ganz bewusst, ohne zu werden, das zu beobachten, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast. Und jetzt kannst du dir ganz alte Holofeeling-Selbstgespräche annehmen, wo ich sage, ich nenne das Tierchen gucken. Du erhebst dich über dich selber in ein Versteck, in ein geheimes Versteck,
wo keiner von da unten hinschaut. Und dann schaust du dir die Tierchen, ob das jetzt Menschenaffen sind oder sonst was, du schaust dir die einfach an und du schaust, wie sie funktionieren. Du musst jetzt das neugierige Gotteskind werden, das versucht rauszukriegen, wie funktionieren diese Tierchen. Darum nenne ich das Tierchengucken. Aber dieser Tierforscher bist du erst, wenn du jegliche Form von Wertung in dir abgeschlossen hast. Das heißt, du schaust, du bist neugierig. Das ist dieses, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich versuche das jetzt rauszukriegen, wie funktioniert das eigentlich? Wie funktioniert dieses Tierchen und dieses Tierchen? Brutverhalten, Fressverhalten, Sexualverhalten, Interessen, Meinungen. Du kannst das alles beobachten. Du kannst deine Meinung beobachten und du kannst die Meinung der anderen Tierchen beobachten. Ich sage, ein Tierchen kannst du rund um die Uhr beobachten. Das bist du selbst. Die anderen tauchen einmal auf und verschwinden. Übrigens auch das Tierchen, das du zu sein glaubst, auf den Körper bezogen, ist auch die meiste Zeit nicht da. Weil das existiert ja auch nur, wenn du an deinen Körper denkst. Aber im Hintergrund, das Programm dieses Tierchens ist ja dein eigenes Programm. Was du prinzipiell immer laufen hast, ist dein eigenes Werte- und Wunschsystem, dein Abneigungssystem, was du nicht willst, was du willst, wie du die Sachen haben willst, das kannst du alles beobachten. Aber der Beobachter bist du erst, wenn du in keinster Weise das, was du an dir selbst an Marotten beobachtest, in irgendeiner Art und Weise interpretierst. Und da kommt natürlich immer das Problem, dass wenn man was Negatives beobachtet, das registrierst du sofort. Ich hole das einmal in die Niederungen des normalen Denkens. Das heißt, immer wenn du irgendwas erlebst oder was machst, wo du Freude dran hast, das ist eigentlich zum Wachsen der schlechte Zustand, weil da ist keine Energie da. Ich sage Energie, dein Bewusstsein kriegt dann einen Riesenschub an Energie in dem Moment, wo du mit was Negativem konfrontiert wirst. All die Beispiele, sage ich. Das Negative gibt dir nämlich Kraft, weil dann bist du überlegt, wenn du unseren Kegel anschaust, wenn du ein riesengroßes Dreieck hast, wirst du das ja los haben. Und du weißt, es nützt ja nichts, wenn du das Dreieck vernichten wolltest, würdest du ja die ganze Welt, den Kegel vernichten, sondern du sagst, was ist jetzt dort der dazugehörige Kreis? Ja. Das ist übrigens auf ganz alten Selbstgesprächen, wenn du da 10, 15 Jahre zurückgehst, ist das ein Thema, das ich sehr weit aushole. Das heißt, die muss eins klar sein, umso schlimmer, umso schrecklicher das Negative dir erscheint, wenn irgendwas erscheint, wo du definierst, wird zwangsläufig, wenn das Dreieck, wenn die, ich sage mal, die Quantität des Schrecklichen, Ecklichen, der Dreiecke groß wird, muss das ein großer Kegel sein. Hm. Dann kann aber zwangsläufig auch, ich sage immer wieder, umso größer der Berg wird, umso tiefer wird auch das Tal und umgekehrt. Das heißt, wenn du jetzt so ganz mit was Schlimmem konfrontiert wirst, muss im Hintergrund, weil du ja jetzt weißt, ich schaue einen Kegel an, muss auch dementsprechend was Positives da sein. Und wenn du mit was Schrecklichem konfrontiert wirst, zuckst du natürlich, das abzustellen und jetzt muss dir kommen, ich schaue ja einen Kegel an, was ist das dazugehörige Positive? Das wiederum hast du nicht, wenn du einen Kreis siehst. Da gilt aber dasselbe, umso positiver du was siehst, ist es auch ein Kegel, gehört auch dementsprechend genau was Negatives dazu. Und ich habe hier, und ich greife jetzt auf ein altes Beispiel zurück, auf ein sehr altes von mir. Ich sage jetzt, wir machen mal zwei Extreme aus der Sicht eines Materialisten. Wir machen zuerst einmal das Positive. Du kriegst die Nachricht, dass du 5 Millionen Euro gewonnen hast. Wir sagen mal, aus materialistischer Sicht ist das doch was Positives. Kann ich mir meine Wünsche erfüllen? Musst nicht so schauen. Ich weiß, dass du verrückt bist, Ritter. Musst du nicht die Augen verdrehen. Dass dich das überhaupt nicht reizt, ist mir vollkommen klar. Dass dir das vollkommen wurscht wäre. Absolut, ich weiß es. Weil ich die Ritter besser kenne, wie sie sich selber kennen. Ich habe sie nämlich erschafft. Ich rede jetzt natürlich nicht als Udo. Auf jeden Fall, wir sagen, du kriegst die Nachricht, Alve, du hast 5 Millionen Euro gewonnen. Das ist ja ein riesengroßer Kreis. Was? Es ist ein Kegel. Und ein Kegel mit einem großen Kreis hat ein großes Dreieck dazu. Das Dreieck ist, dass du in dem Moment, wo du diese Nachricht kriegst, komplett du wieder in die Vergessenheit und in die Welt reinfällst. Weil jetzt kannst du dir ja deine Wünsche erfüllen und kannst dieses und jenes machen. Das heißt, der Sinn des Lebens ist aber eine Führerscheinprüfungsbogenwelt, wo du dich immer mehr hinentwickelst in deine bewusste Geistigkeit. Und die geht vollkommen dahin, wenn du jetzt in die Vollen gehen kannst, wirst du wieder der Welt und ihre Versuchung, ihre Verführung frönen. Das ist das Negative dran. Und du siehst jetzt, dass du keine
nicht einen Hauch von Energie kriegst mit diesem Lottogewinn. Mit diesem Geld im Gegenteil. Es ist an die Energie, die dich wieder voll in die Unbewusstheit treibt. Jetzt machen wir ein negatives Beispiel. Du kriegst wie aus dem Nichts, welch an der Standarduntersuchung stellt man fest, du hast irgendeine schreckliche Krankheit und nach heutigem Stand der Schulmedizin hast du maximal noch 4 Wochen zu leben. Du kriegst diese Hiobsbotschaft. Das ist ein riesengroßes Dreieck. Was ist da der Kreis dazu? Der Kreis dazu ist, dass wenn das für dich als hundertprozentig sicher gilt, was du keine Sekunde mehr verschwenden an die Welt, sondern jetzt wirst du anfangen, dir Gedanken zu machen, was ist der Sinn des Lebens und was bin ich eigentlich? Da wäre jetzt in dem Zustand, wenn Holofilling in dir auftaucht, wäre das ein gefundenes Fressen. Das ist das Positive. Man verschwendet unendlich viel Gedanken an Welt, an vergängliche Erscheinungen. Das ist immer, was ich Hirnwichserei nenne. Wenn du einfach mal dich beobachtest im Alltag, das sind Kleinigkeiten, du liest einen Zeitungsbericht, du gehst an einem Lokal vorbei und dann fängt in dir ein Gedankenspiel an. Dass du immer auf den Gleisen deiner Logik ausspinnst und im unbewussten Zustand meinst du wirklich, alles, was du jetzt denkst, ist da außen so. Ob du dir Gedanken über Politiker machst, über Krisen machst in Syrien. Ich erinnere an dieses Stammtischgespräch, sage ich einmal, in dem letzten Blindfeld Cinema Paradiso Vortrag, wo ich mit einem jetzt ausgedachten Riad spreche. Das ist ein Syrer. Das war ja nur so außen im Biergarten an dem Tisch vor dem eigentlichen Vortrag. Das ist ja nur der 5. und der 6. Teil. Das ist sehr tief. Der war so begeistert. Hat vor Holofilling gehört, vom Udo übrigens, vom Udo Stamm. Und dann wollte er das unbedingt haben, dann war er doch den Tag da. Und dann sage ich zu dem Riad Syrer, dass ich sage, pass auf, Riad, wir gehen jetzt gar nicht drauf ein, du bist aus Syrien. Und wenn wir jetzt hier diesen Zustand in Syrien sehen, du hast eine ganz persönliche Erinnerung an dein Syrien. Und auch hier, das ist deine Erinnerung, da gibt es 2 Seiten. Ich zeige dir Syrer, die waren total begeistert von dem Assad. Und welche für dieser Verbrecher? Du wirst jetzt eine dieser 2 Meinungen vertreten und das kannst du dann auch beschwören, weil in deinem persönlichen Traum waren weder gut oder schlechter. Ein schlechter, schlechter, wie von Schlachten. Ja. Sag ich, und du kannst deinen Traum beschwören, weil du das, ich sag, du kannst das beschwören, was du hier und jetzt gedacht, angeblich selber erlebt hast am eigenen Leibe. Aber die, die den anderen Traum träumen, können das auch beschwören. Es ist dein Traum mit deiner eigenen, selbst erschaffenen Vergangenheit aufgrund des Programms, das du zu durchschauen hast. Also ich will jetzt da gar nicht wissen von dir, was für eine Vergangenheit du in Bezug auf dein altes Syrien hast. Ich kann dir jetzt bloß einen globalen Überbegriff von Syrien geben. Syrien war eins der wenigen Länder, ich rede jetzt wieder in einer normalen Form, wo hier Christentum und Moslems in einem vollkommenen Frieden nebeneinander hergelebt haben, über einen langen Zeitraum, so steht es in den Geschichtsbüchern drin. Was ja jetzt undenkbar ist, geh nach Palästina, Gaza, Israel. Diesen Palästinenser und Israelis sind ja Brüder, sind alle Semiten. Da war Syrien war ein Musterbeispiel, wo wirklich christliche und muslimische Menschen vollkommen in einem Frieden nebeneinander hergelebt haben. Ich könnte jetzt einmal so banal sagen, wie bei uns die Katholiken und die Protestanten. In dem Alltagsbewusstsein. Umso mehr du dich in dein Denken in Einseitigkeiten einsparst, wenn sich in dir Feindbilder aufbauen. Egal auf welche Seite du dich hindenkst. Das ist ja das, wenn ich sage, wenn du eine Diskussion beobachtet oder selbst daran teilnimmst, wird zuerst einmal der Beobachter und denk dir, das Thema der Diskussion ist unsere Tasse und du machst dir zuerst einmal bewusst, welche Perspektive dir richtig erscheint. Und mit Holofilling sage ich, die ist ja auch richtig. Das ist auch so ein Punkt, wo keiner akzeptiert, wenn ich immer wieder sage, es hat für mich jeder hundertprozentig recht. Den ist bloß nicht bewusst, in was für einem winzig kleinen perspektivischen Ausschnitt er mit seiner Wahrheit drin hängt. Wo ihm dann alles andere verkehrt, falsch und böse erscheint. Aber genau diese anderen Perspektiven müsste er sich zu eigen machen, um zu wissen, was das eigentlich ist, mit allen möglichen Perspektiven. Und das sind 16 Perspektiven. Ich kann eine Tasse aus 16 Perspektiven anschauen.
Und zur Folge hat er dort die schönen Bilder dazu gemacht. Darum rede ich immer von den 16 Perspektiven, die übrigens für jedes Objekt gelten. Auch für Sachen, Internet. Fange ich jetzt nicht nochmal an. Einfach älteres Selbstgespräch ordnen. Wenn du jetzt an das Internet denkst, dann entsteht ein Internet und zu dem Berg Internet gehört auch kein Internet. Das kann dann funktionieren oder nicht funktionieren. Jetzt musst du aber wissen, sobald ich von meinem Internet rede, gibt es zwangsläufig auch ein anderes Internet, das auch funktionieren und nicht funktionieren kann. Und dann kann ich jetzt wissen, meine ich noch, das heißt, der Internet kommt jetzt das aus dem Internet aus mir, wenn ich träume. Immer dran denken, wenn du träumst und du sitzt jetzt als Figur, als Person in deinem, als gelebter Figur in deinem Traum am Computer und du gehst ins Internet. Wenn du jetzt träumst, kommt jede Internetseite, die in dir auftaucht, aus dir, das heißt der Internet. Oder glaubst du noch, dass das von außen kommt? Diese zwei Möglichkeiten gelten für dein Internet und gelten für das andere Internet. Und dann kriegst du 16 Perspektiven. Das ist wie mit der Tasse. Das ist ein ganz anderer Komplex des Denkens. Es ist auch neu, es ist vollkommen neu. Aber in dem Moment, wo außen wegfällt, dann fallen ja 16 Perspektiven weg. Richtig, dann denkst du nicht mehr dran. Punkt, ja. Es ist prinzipiell, du kannst eine anschauen, darum so ist es ja immer alles da. In dem Moment, wo du sagst, ist jetzt schön still, ist zwangsläufig auch Lärm da, aber den denkst du dir, wenn du dir jetzt über den Lärm nachdenkst, über die andere Seite nachdenkst, denkst du dir den entweder in die Vergangenheit oder woanders hin. Aber wenn du jetzt nur sitzt und sagst, es ist jetzt schön still, muss dir klar sein, dass du offensichtlich was hörst, was man gar nicht hören kann. Nee, da spannt sich eine Welle auf, wo du dich nur auf die Seite fokussierst und dich gar nicht bewusst ist, dass die Lärmseite im selben Moment ja da sein muss, sonst wird ja der Gedanke Stille. Es ist immer wieder, es ist ein Kegel. Ja. Nochmal, es ist ein Kegel. Wir sagen jetzt einmal, die Stille ist der Kreis. Du schaust nur den Kreis an und dir ist vollkommen unbewusst, dass du einen Kegel anschaust. Das ist das Prinzip. Ich habe gesagt, wenn du einen Kreis siehst, ist auch ein Dreieck da, weil was du anschaust, ist eine Welle. Unser Kegel jetzt als dreidimensionales Objekt. Du hast auch immer einen Hintergrund. Das ist dir aber nicht bewusst, dir ist nie der Hintergrund bewusst. Wie können jetzt die zwei Seiten sagen, das, was du anfokussierst, wir machen jetzt nicht Wellenberg und Wellendal, sondern das Objekt, das du anfokussierst, braucht immer eine Peripherie, einen Hintergrund. Ja. Das ist übrigens, ich schreibe da gerade, bin ich gerade am Umsetzen. Ich mache ganz kurz einmal eine Bildschirmübertragung, weil ich das gerade stehen habe. Das ist jetzt hier wieder meine Stelle, wo ich sage, das ist jetzt grob hingeschrieben, da bin ich gerade noch am Reinmachen, da kann ich dir jetzt gleich zeigen, da hatte ich gerade vorher, das ist jetzt der Vers, da hatte ich Matthäus 5,37, den habe ich hier schon ausgeführt, das muss ich noch schön schreiben, das ist jetzt ganz grob hingeschrieben, das ist 5,37, heißt es hier, wir können den ja mal ganz kurz hier im Original reinmachen. Pass auf, was da passiert. Und jetzt sind wir hier. Dann tun wir mal hier. Die Version parallel stellen. Dann nehmen wir hier. Das ist eure Rede, aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel. Das ist, wenn du das liest, da steht einmal schon der Logos. Aha. Die Rede ist der Logos. Und da steht jetzt Fai Fai, Ui Ui. Und dann ist dieses Baris, Baris Son. Ich spreche es jetzt einmal so aus. Bari ist ja ringsum. Wenn wir das anschauen, und das habe ich jetzt hier umgesetzt, wenn man das wörtlich übersetzt, ist das, was darüber hinaus oder überflüssig ist. Aha. Über uns sind die Gedankenwellen, die Flüssigkeit. Dar, DF, wie auf der Zelch, die geöffnete Berechnung hebraisiert, heißt die Generation, ist aufgespannt mit den zwei Bündchen, ist eine Polar erweckt. Das ist unsere Gedankenwelle. Was darüber hinaus aus uns herausgeht, was wir uns ausdenken, was überflüssig ist, das ist es Böse. Dieses hebräische Wort für Böse wäre jetzt Ra. Das ist aber ein berechneter Augenblick.
Jetzt ist natürlich dieses Estim, das ist natürlich auch so eine Sache im Griechischen, wenn wir uns das tiefer anschauen, was hier Esto, Estim, das ist, müssen wir fast einmal schnell reingehen. Das ist halt die Sprache, die Sprachwissenschaftler, die meinen immer, dass irgendwas in der Vergangenheit entstanden ist. Das ist erst einmal die Estia. Das ist eine Göttin des Hausfeuers, zugleich der Hausaltar, auf dem die Hausgötter standen, insofern als heilig, unverletzlicher Zufluchtsort. Das ist das Zentrum. Kannst du noch über das Haus, die Wohnung? Das ist die Göttin des Herdfeuers, der eigene am eigenen Herde sitzt, mit der Hauptperson anfangen. Sprichwörtlich, am eigenen Herd. Du sitzt an deinem eigenen Herd. Haar Erde ist dein erwecktes Wissen. Du sitzt im Zentrum, du bist die Hauptperson, die im Zentrum dieser Herde sitzt. Am eigenen Herde, merkst du, da steckt auch die Herde schon wieder mit drin. Immer die Erde in der Herde. Das ist der Gastgeber. Geber, immer dran denken, Geber ist die männliche Potenz. Ja. Das Bewirten, der Speisesaal. Das ist, ihr müsst jetzt sehr, sehr weit ausholen, wenn ich das genauer hier erkläre. Was jetzt wichtig ist, und ich habe jetzt die erste Hälfte davon, ist Sei. Das ist E-Quadrat, J-C-A-I-C-A, ich und du, rot geschrieben, ist ein Bewusstsein. Das Bewusstsein ist nicht existieren und das ist der Logos. Ja. Dann können wir jetzt erst einmal das Wort übersetzen. Das wird natürlich auch die Rede, aber im Reden steckt das Wort Eden schon mit drin. Der Kopf ist Eden. Wenn wir reden, reden wir in einem roten Kopf und R ist Eden. Du bist dabei? Ja. Dieses Eden ist, schau das kleine Bild an, ist ein doppelt aufgespannter Ort. Und wenn es sei euer Logos, ja, ja, das ist das Plus und das Minus Plus. Und N1, N1 sind die zwei Minusseiten, die schreibe ich jetzt rot. Das sind die vier Phasen des Einheitskreises. Es ist im Hintergrund immer Physik in diesen Zahlen. Das ist übrigens die Quintessenz 37, wenn wir spiegeln, kriegen wir 73. Das ist Quintessenz rot 5, 37, gespiegelt 73. 37 mal 73 ist 2701. Und das führt uns dann zwangsläufig wieder dahin. Ja. Hier rein. Diese Zahlen, diese Buchstaben in Zahlen gelesen sind 2701. Und dort das Zentrum ist die 81. Ich rede von einer Physik, wo deine Welt nichts weiß, wo Kabbalisten nichts wissen. Das ist Ansätze, das ist alles mit gleich. Da ist nichts Neues, da gibt es nichts Neues, wenn du das suchst. Du musst wissen, immer wenn du jetzt schaust, du bist die Quelle dafür. Jedes Buch, das du anfasst, jede Internetseite, die du anschaust, kommt aus dir selber. Löse dich davon, der hat ja das da abgeschrieben, oder er hat es ja vom Weinreb abgeschrieben, der hat es ja da abgeschrieben, weil du jetzt ein Weinreb-Fan bist und den hochsetzt. Der Krümel kommt vom Brot und nicht das Brot vom Krümel. Und ich bin das Brot, Brot, im Adam. Okay, schauen wir dann mal ganz kurz her. Und das ist jetzt ganz interessant. Ich wollte nur diese eine Stelle dir zeigen. Da geht es nämlich hier, da bin ich gerade am Schreiben, das muss ich noch bunt machen. Das ist Zacharias auch. So spricht der Jahwe, ich kehre mich nach Zion und wohne in der Mitte Jerusalems. Ja. Und dann heißt es hier, und gerufen, das ist jetzt wortwörtlich gerufen, das heißt genannt, schau mal, G, E Quadrat, Rub, E, N Quadrat. Genannt wird Jerusalem Stadt der Wahrheit und Berg, der Berg Jahwe Zebaots. Dieser Jahwe, da steht immer nur der Herr. In der klassischen Übersetzung heißt es immer der Herr Zebaot. Herr ist Jahwe und Zebaot, Zeb heißt Dest Udo auf Lateinisch, Schildkröte, Shin Illet, heißt der Logos des Kindes des Roten. Die Röde ist ja der Adam, heißt ja auch Röde. Das heißt, dieses Zebaot, das Zeberleine, die Geburt einer Polarität und Ort, das ist jetzt out, das heißt Zeichen. Das heißt, die Geburt einer Polarität von Zeichen, das ist dieses Zeichen, das ich immer mache. Ich bin Jahwe Zebaot. Ja. Ich ist nicht der Udo, den du dir ausdenkst. Ich behaupte, dass ich du bin. Ja. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich sage, ich bin du. Ich bin der, der sich das alles ausdenkt. Der Udo ist ein Gedanke von uns.
und du selbst blau gelesen, existierend als Körper jetzt von, als diese Person, die jetzt vom Computer sitzt, die du dir jetzt ausdenkst, ist auch bloß ein Gedanke von uns. Und das ist jetzt die Stadt der Wahrheit. Darum ist da, Jesus spricht zu ihm, ich bin die Wahrheit, das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Punkt. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Und das ist der Berg der Heiligkeit. Und Berg ist ja BRG gelesen, jetzt hebraisiert, heißt im erweckten Geist, wobei das das hebräische Wort für Haar ist und Haar heißt eigentlich der Quintessenzkopf. Der Quintessenzkopf ist die Heiligkeit. Kadosch. Haar Kadosch steht da im Original. Kann man sich hier anschauen. Das ist übrigens hier dieses, es wird gerufen, berufen, zusammengerufen. Es wird alles zusammengerufen. Das ist im Original, lesen. So schaut es aus. Wollte ich jetzt bloß noch kurz anwähnen. Aber macht euch keine, euch sabbert ja jetzt wieder hier der Prolet-Bachelor. Der Dilettant. Ich sage, wie kann sowas einer behaupten, wenn er solche, wenn er ein Video von mir anhört? Kann doch gar nicht sein. Das ist ein Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Es sind Gedanken von dir. Ich sage, das sind Cleverbots. Ganz böse wird es, du bist doch selber auch bloß ein Cleverbot. Ein Udo ist doch auch bloß ein Cleverbot. Was meine ich damit? Es ist eine Maschine, die das äußert, was das Programm hergibt. Bloß mein Programm ist ein wenig größer wie deins. Die Figuren als Ding an sich sind vergängliche Erscheinungen. Alles Existierende ist vergänglich. Die Frage ist, wer erlebt das? Wer erlebt jetzt dieses Gespräch? Meinst du, dass das Pixelmännchen Andrea oder das Pixelmännchen Ritter oder das Pixelmännchen Udo das Gespräch erlebt? Meinst du, dass der Brösel, dieser Trockennasenaffe, der jetzt vom Computer sitzt, wenn du an dich selbst denkst, dass der dieses Gespräch erlebt? Der, der das erlebt, das ist Bewusstsein, rot geschrieben, etwas, was überhaupt nicht gedacht werden kann, weil das ewig ist. Ich erkläre dir deine Ewigkeit. Und ob dir das jetzt passt oder nicht, du wirst ewig sein. Die Frage, wie erlebst du dich in der Ewigkeit? In einem täglich grüßt das Murmeltier doch oder bewusst wachsen in immer größere Welten, die du dir selber ganz bewusst ausdenkst. Irgendwann musst du wirklich einmal schöpferisch werden. Bin dabei. Da brauchst du immer das Gegenteil. Und da wirst du merken, das, was dir im Weg schickt, was dich immer wieder festhält, ist Angst. Im letzten Selbstgespräch habe ich gesagt, wenn du wirklich verstanden hast, wer du bist, ist von einer Sekunde auf die andere jegliche Form von Angst weg. Die Verlustangst weg, die Angst, dass du was verlieren könntest. Du verlierst es doch jeden Moment. Moment, du kriegst es wieder zurück. Wenn du jetzt träumst, verlierst du aus deinem Bewusstsein was, wenn du dir was ausdenkst, wenn du dir was vorstellst, egal wo du dir das gedanklich hinstellst. Ich zitiere mal den Brösel Udo. Die Fähigkeit, dass du deine jetzige Information, die in dir drin ist, diese Gedanken um dich herum, das gilt übrigens auch für deine sinnlich gemachten, sinnlich wahrgenommenen Informationen, dass du die rein gedanklich, bewusst um dich herum in Raum und Zeit verstreust, macht dich zu dem Gott für die Welt, die du dir ausdenkst, die aber letztendlich nur ständig wechselnden Bildern im Hier und Jetzt besteht. Aus 200 Gramm rote Gnede, die sich ständig umformt. Das ist diese Energie. Eine ständige Umformung von etwas, was sich selber als Ding an sich nicht verändert. Nichts kann sich nicht verändern. Nichts ist immer nichts. Energie kann weder vermehrt noch vernichtet werden, heißt es in deinen Physikbüchern. Weil diese Energie nichts ist und zwangsläufig alles ist, sie ändert nur ständig die Form. Energie wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Ich zitiere diesen Satz immer und immer wieder. Er sagt alles aus. Dumm sind die, die dann plötzlich von Energiegewinnung, von Energieverbrauch sprechen, weil Energie, die ich gewinnen kann, die ich vermehren kann und die ich verbrauchen kann, ist nicht diese Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Das ist die Energie in der Einsteinformel. Das ist Geist. Oder die Lampe im Projektor, die nicht flackert. Es flackern nur die Schatten auf der Leinwand. Nur die Sonne auf der Leinwand kommt und geht. Oder die Zimmerbirnen, die gehen an, die werden hell und werden wieder dunkel. Die Lampe im Projektor, dieses symbolische rote Licht, dein eigenes Ich, dieser Geistesfunk, mit dem ich jetzt rede, der flackert nicht, egal welche Bilder ihr anschaut. Das macht jetzt deine Maske. Ganz simple, einfache Beispiele. Und du wirst das irgendwann einmal begreifen. Ich sage dir das
verstehen. Ich sage dir sogar, wenn es sein wird, es wird jetzt sein. Und in dem Moment, wo du das jetzt absolut akzeptierst, zu verstehen beginnst, wird sich alles um dich herum verändern. Das war in dem letzten Selbstgespräch mit der Helga, wo sie sagt, wir waren immer zusammengesetzt, da haben wir noch diskutiert. Irgendwann kommt der Punkt, da diskutieren wir nochmal. Egal, sobald er eine andere Meinung äußert, sagt er, hey, erklär mal, versuch mir das mal zu erklären, wie du das siehst, aus deiner Perspektive. Man macht sich die Meinungen der anderen so eigen. Meinst du, wenn du eine politische Diskussion ansiehst, diese unendliche Erbärmlichkeit, die dir ein deutscher Bundestag jetzt natürlich als Pixelmännchen an, das kennst du die ja wahrscheinlich nicht mit deinem Programm. Was die dir vorführen, eine Erbärmlichkeit an Geistlosigkeit und Rechthaberei bis zum Es geht nicht mehr. Und jetzt solltest du dich freuen, wenn ich dir das sage, wenn dir das auffällt. Es sind für mich keine Feindbilder, es sind Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Wo du dich freust, dass du dir das plötzlich bewusst wirst und das ist unsere Elite, die uns führt. Oder wenn du ständig irgendwelche mächtige Menschen postulierst, von denen du manipuliert wirst. Das sind deine Gedanken, du erschaffst die. Ist es so schwer zu verstehen, dass ein bewusster Denker prinzipiell mächtiger ist wie alles, was er sich denkt? Es gibt nichts und niemanden, den du denken könntest, der mächtiger ist wie du selbst, rotgeschrieben. Und du denkst dir ständig, welche mächtige Menschen Trockennasen auf dem Aus, die mächtiger sind wie das, was du zu sein glaubst. Du selbst blau. Das ist doch doof, oder? Ist es nicht einfach bloß dumm? Dumme Menschen, so unendlich dumme Menschen. Du denkst dir ständig unter Zwang irgendwelche bösen Menschen aus und schreckliche Szenarien aus, weil du am Fetzen Papier Zeitung hast oder vor Glasplatte mit flackernden Lämpchen glotzt und machst dir Angst bis zum Es geht nicht mehr mit dieser Logik. Das gar nicht existieren würde, wenn es da am Arsch vorbeigehen würde. Und ich gehe noch einen Schritt einfacher, wenn du einfach das sehen würdest, was in dem Moment wirklich da ist. Du Fetzenpapier, wo Farbe draufgedruckt ist oder ein Fernseher, wo kleine Lämpchen flackern auf einer Glasplatte oder hinter einer Glasplatte. Das ist das Einzige, was ist. Alles andere machst du mit deiner Logik. Das ist das, was ist. Und du hättest die Freiheit, dir das komplett anders zu denken. Dir was anders zu denken, du müsstest bloß deine Freiheit benutzen. Eine Freiheit, von der du nichts weißt, weil du in dem materiellen Wahn lebst, dass du eigene Meinung hättest, dass du ein freier Mensch bist, dass du ja Entscheidungen triffst. Das bestimmt doch alles deine Logik, die überhaupt nicht deine Logik ist. Deine Meinung ist nicht deine Meinung, es ist eine Anderung, es ist Schwamminhalt. Weder deine politische Meinung, noch in irgendeiner Art deine religiöse Meinung, dein Geschmack, es ist nicht deine Meinung. Es ist ein ständiges Anpassen an eine Umwelt, in einem gewissen Klüngel, wo alles abblockiert wird, was deiner Logik widerspricht. Es tut sehr weh, wenn man sich einmal dieser Erbärmlichkeit bewusst wird, die man ein Leben lang gelebt hat, was übrigens nie was verkehrt läuft, wo du dann sowieso immer an den Punkt kommen musst, wo du sagst, ich nehme alle Schuld auf mich, dann bist du ich. Dann hast du das Christusbewusstsein verstanden. Ich nehme alle Schuld auf mich, weil wenn ich es nicht denken würde, wäre es ja nicht. Aber jetzt kommt der kleine Trick mit dem träumenden Geist, der absolute Freispruch darstellt. Ein träumender Geist kann sich nicht raussuchen, was er träumt. Darum sage ich immer wieder, wenn du schon an dich denkst, dann denk dich zumindest als einen träumenden Geist. Dann werden viele Probleme auf einmal gelöst. Dann ist da außen nichts mehr, dann kommt alles aus dir und du kannst dir nicht raussuchen, was du träumst. Und du weißt jetzt, was kommt, ist eine Prüfung. Ich habe zu lernen, mich über nichts und niemanden mehr aufzuregen und vor nichts und niemanden Angst zu haben. Das ist das Allererste, was du lernen musst. Da musst du noch keine Wörter aufrechnen, musst du keine Bücher in die Hand nehmen, keine Fremdwörter anschauen. Einfach einmal nur dich selbst beobachten, innerhalb vom Aufwachen bis zum Einschlafen. In dem ständigen Wechsel. Diese Kleinigkeiten da sind, wo du noch mit deinem Programm negativ reagierst, einseitig reagierst oder einseitige Wertungen wiedergibst. Das, was für dich nur schön ist oder nur hässlich ist. Und jetzt kommt der kleine Trick, von dem ich jetzt gesprochen habe, dass es immer bloß ein Kegel ist, den du anschaust. Du machst jetzt jedes Mal bewusst, wenn was negativ ist, dass du jetzt Dreieck siehst oder mehr Dreieck siehst. Du weißt ja, ich sage immer wieder, beim Kegel haben wir ja nur die zwei Extreme als Schattenwürfe, als Projektion, Kreis und Dreieck, aber es gibt ja viele Zwischenstufen.
wenn wir jetzt einen Kegel drehen und den Schatten anschauen, in einen Lichtkegel. Ich muss ja den Kegel in einen Lichtstrahl reinhalten. Man nennt es auch einen Lichtkegel und dann kriege ich die Projektion an der Wand. Und da gibt es die zwei geometrischen Ideale, den Kreis und das Dreieck. Und sobald ich den Kegel dann in irgendeiner Art und Weise in dem Lichtkegel drehe, wird der Schatten sich verändern. Und der wird dann entweder, wenn ich beim Kreis beginne, wird er irgendwann einmal eine kleine eine Ellipse werden, die wird sich verformen, der ideale Kreis. Dann wird eine kleine Spitze rauskommen im Schatten. Und das Dreieck, wenn ich drehe, wird irgendwann einmal der Seite sich leicht verbiegen. Das heißt, das Dreieck ist dann immer mehr kreisförmiger. Und das Kreis wird immer eckiger, wird immer mehr Dreieck. Und die Mitte ist jetzt nicht die Synthese. Diese Kreis und Dreieck, die wirkliche Synthese, erschaffen was Neues, nämlich den Kegel. Der Schattenwurf, die Mitte im Schattenwurf, das ist die Mitte, die deine Politiker anstreben. Das ist ein Wischiwaschi, das ist weder noch. Das sind die Fähnchen im Wind, die auf beiden Seiten abgreifen wollen. Die versuchen, beide Seiten abzugreifen. In ihre Ideologie zu ziehen. Das ist ein Wischiwaschi. Darum sage ich, sag ja, ja oder sag nein, nein. Dir muss das klar sein, entweder bist du im Einheitskreis im Plusbereich, das ist dann ja, ja. Ja, ja ist aber ja plus und ja minus. Plus, 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 minus. Oder sag nein, nein. Mach dir jetzt erst einmal klar, bin ich in der blauen Hälfte, in der Minushälfte, die aber ja minus mal minus dann eigentlich wieder rot ist, weil sie vollkommen ist. Es ist ganz wichtig, wenn wir uns jetzt eine Welle ausdenken, dann nenne ich den Berg Plus und das nenne ich Minus. Von mir aus gesehen, der sich die Welle ausdenkt, von der Mitte aus gesagt, ist ja beides was Abgetrenntes. Das Plus trenne ich ja ab und das Minus trenne ich ab. Darum sind das eigentlich zwei Minusse von der Mitte aus gesehen, wenn ich Minus als Trennung ansehe. Ich sage immer wieder, der Heilige Geist, Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Der Heilige Geist ist alles und vom Heiligen Geist aus gesehen. Das ist UB. Ist der Vater, was ausgedacht ist, und der Sohn, was ausgedacht ist. Auch wenn wir das rot schreiben, das ist Minus mal Minus. Und Minus mal Minus ist Plus, weil Vater und Sohn sind eins. Muss ich es nochmal wiederholen? Es ist ganz simpel. Der Heilige Geist ist was nicht Denkbares. Ich sage jetzt einmal, ich mag es nicht so, sondern ich spanne es einmal so auf. Dann ist der Vater, was ausgedacht ist, und der Sohn, was ausgedacht ist, die sind Minus mal Minus und das ist Plus. Das ist das Geheimnis in der Arithmetik. Genau. Bin ich auch schon drauf eingegangen. Also man muss schon Arithmetik beherrschen. Ari, der Arier. Das ist geistreiches Denken. Beginnt mit indogermanischen Sprachen. Indogermanische Sprache. Das heißt nicht Indo-Sanskrit, auch wenn das Sanskrit ist. Und Ivri ist wichtig. Die Gottessprache. Deus, Deutsch, Ivri. Das sind zwei Sachen, die können untrennbar zusammen. Und alles drumherum sind Untersysteme. Auch wichtig, immer an den Kabelstecker denken. Weil du merkst dann sofort wieder, dass das Ego sich aufbäumt, das wichtig oder weniger wichtig sein soll. Versuche mal einem Franzosen zu erklären, dass Französisch ein Untersystem ist von Deutsch. Oder Deutsch dann natürlich, dieses Deutsch ist ja auch bloß wieder Untersystem von Deutsch. Das ist, es spielt, es klingt, wenn man zuhört, all diese ganzen Kleinigkeiten, die Widersprüche in sich selber, das Überflüssige, was ich gerade erzählt habe. Es ist alles perfekt. Es ist perfekt und umso mehr du durch die Augen der Liebe siehst, siehst du das. Schau durch die Augen der Ritter, wenn du durch die Stadt gehst, was ich vor dem, bevor ich eingeschaltet habe, erzählt, ich weiß, dass es so ist. Du kannst nur dich, es ist keine Schutzzuweisung, du musst dir deine eigene geistige Reife bewusst machen. In unserem letzten Selbstgespräch habe ich gesagt, jetzt in der menschlichen Entwicklung, das ist das, was du dir denkst, ist ein Symbol. Der Kleine hat es doch mal zu lernen, sich nicht in die Hosen zu scheißen. Das heißt definitiv, wenn ich jetzt sage, das Erste, was du zu lernen hast, dass du vor nichts und niemandem Angst hast und dich vor nichts und niemandem über nichts und niemandem aufregst. Dann schau mal, wie sehr du dein Ego im Griff hast. In deinem ganz normalen werde der, dem bewusst wird, wie weit du von diesen einfachen Idealen noch fern bist. Wie du zwanghaft ständig negativ über irgendwas redest oder irgendwas negativ reagierst. Zwanghaft. Das ist Unfreiheit. Du hättest die Freiheit, nicht zu reagieren. Da müsstest du aber dein Programm zum Teufel hauen, deinen Glauben zum Teufel hauen. Das Christentum, die Christen, wenn ich das immer wieder anspreche, da läuft nichts verkehrt. Die sind doch so massiv voller Hass.
Jetzt spreche ich das Wort Ruth wieder aus mit ihrer Konsort. Oder unser Nickname. Der meinte, er hätte irgendwas verstanden, dass er psychologische Phrasen aus Büchern rezitiert wie eine Maschine, weil er sich's angelesen hat und hat nichts, absolut nichts davon verstanden. Meinst du, dass irgendein Pfarrer, prinzipiell irgendein Affe, den du dir jetzt ausdenkst, der in einen Traum in Erscheinung tritt, dass die was verstanden haben könnten? Gedanken können nichts verstehen. Es sind Spiegelbilder, was du verstanden hast. Und da kann ich dann tausendmal sagen, dasselbe gilt auch für das Pickelmännchen Udo, für den Lautsprecher, den du jetzt zuhörst. Oder eventuell den Udo auf der VR-Brille. Da mache ich keine Ausnahme. Was Existierendes ist was Vergängliches und was Vergängliches ist kein Geist, weil Geist ewig ist. Und es kommt aus uns und es fällt mit Gedanken zu Gedanken wieder in uns rein. Und so kann ich doch nicht sagen, wenn was nicht mehr da ist, dass ich es verloren habe. Es ist wieder eins mit mir. Ja. Wir sind alles, bis auf das, was wir uns jetzt ausdenken und vor uns hinstellen. Und selbst das immer. Immer. Im Meer. Es ist nur Überflüssiges. Haben wir gerade gelesen. Und da wirst du plötzlich merken, dass diese Bibelsprüche, aber übrigens auch in allen anderen Religionen, im Koran genauso wie in den Upanishaden, in den Bücher Lu, in egal, in der Srimad Bhagavatam, in der Chaitanya, egal was du lesen tust. Es wird überall, wenn man das richtig in der Ursprache übersetzt, wird überall genau das erzählt, was ich jetzt in einem ganz einfachen Deutsch, in einfachen deutschen Worten dir versucht zu erklären. Da gibt es keine Widersprüche, es gibt viele Facetten, andere Ausdrucksweisen, aber der Kern im Hintergrund ist immer dasselbe. Und der, der das erlebt, ist auch immer dasselbe. Es ist nur ein einziger Geist. Ein einziger Geist und durch dieses Geistesfunkwerden wird er in Perspektiven reinversetzt, dass er sich das genauer anschauen kann. Weil was nützt dir, wenn wir uns jetzt München anschauen? Was siehst du, wenn du das Wort München anschaust? Das Geräusch München ist das Geräusch München, dann ist es schon wieder weg. Jetzt bewusst chronologisch gesprochen kann ich das Wort München schon länger anschauen, ohne dass es sich verändert. Aber wie lange ich jetzt das anschaue, ob ich das 3 Sekunden anschaue oder eine halbe Stunde anschaue, es ist laut, es ist jetzt. Aber was sehe ich, wenn ich das Wort München anschaue? Da muss ich jetzt aus dem München, das ist ein Riesenkomplex von Bildern. Da muss ich mich dann rein fokussieren. Na so, gut, schauen wir uns was ich, Leopoldstraße an. In englischen Garten. Das sind doch wieder bloß Worte. Da muss ich jetzt in diese Wortstruktur, muss ich mich reinstrukturieren, bis ich irgendwann einmal Bilder habe. Jetzt könnte ich wieder sagen, du hast noch nie deine Küche gesehen. Wenn du ein bisschen Holofeeling studierst, dann weißt du, was ich jetzt meine. Das Erleben kommt in diese Vereinzelung, in das Hineinfokussieren in einer riesen, unendlich großen Struktur, die man selbst ist, die genau genommen aber nur ein Punkt ist. Struktur, schon wieder ein wunderschönes Wort. SDR. Das Geheimnis, das Versteck. Dur, die Reihe. Reihe ist Spiegelwahrnehmung. Jetzt ist unser Tetraederspiegel wieder da. Das ist die Grundlage dieser Struktur. So schaut's aus. Es ist ein Programm, einfach nur eine Matrix. Jetzt lassen wir es gut sein. Dankeschön. Dankeschön. Für was? Und tschüss, bis gleich. Ja, tschüss.